Wie stark sollte ein Unternehmen wachsen? Ja, danke für die Frage. Die ist gut, die Frage. Meiner Meinung nach muss ein Unternehmen immer stärker wachsen als der Wettbewerb. Nicht unbedingt mehr als die Inflationsrate oder das Wirtschaftswachstum, sondern mehr als die Mitbewerber. Warum? Ganz einfach. Für 2023 wird jetzt in Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,25% prognostiziert. So. Wenn mein großer Mitbewerber hier ist und ich bin hier und wir beide wachsen um 0,25%, dann bleibt der Abstand gewahrt, da ändert sich gar nichts. Ja. Wenn aber mein Mitbewerber mit der Wirtschaft wächst 0,25% und ich ein überdurchschnittliches Wachstum erreiche, dann gelingt es mir, diese Schere zu verkleinern und aufzuholen gegenüber dem Wettbewerb. Und deswegen ist für mich als Unternehmensführer nicht wichtig, was macht der Markt? Den kann ich ja mitunter selbst bestimmen. Es gibt ja viele, die haben den Markt vor sich hergetrieben, weil sie eine tolle Innovation oder eine überdurchschnittliche Serviceleistung hatten. Sondern für mich ist wichtig, wo bewegt sich denn mein Mitbewerb? Ja? Denn umgekehrt, auch wenn mein Mitbewerb nicht wächst oder an Boden verliert und ich nur stagniere, meine Position halte, passiert das Gleiche. Ja? Also mein Orientierungspunkt ist immer, was macht mein Mitbewerb? Ja? Deswegen lasse ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr aus dem Konzept bringen mit irgendwelchen Meldungen aus den Medien, denn die sind eine Momentaufnahme, aber ich bin davon überzeugt, dass auch unternehmerisch jeder seines Glückes Schmied ist. Das gilt ganz besonders für fähige Manager.